Wunderschön. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke, dass ich live bin. Ich begrüße alle, die da sind, die noch kommen werden, die das Video im Replay anschauen. Seid herzlich willkommen. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Bitte teilt dieses Video und liked es. Das wäre eine große, große Hilfe für uns. Ja, wir wollen wieder Tora lernen. Wir sind im Lukas-Evangelium und auch heute möchte ich euch etwas sehr Spannendes, also ich persönlich finde es sehr, sehr Spannendes, möchte ich euch über das Lukas-Evangelium erzählen. Ihr werdet auch gleich hören, um welchen Vers es heute speziell geht. Doch zuvor die Bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kirshanu b'mitzvotav v'tzivanu lasok b'divrei Tora. Amen. Also, wie versprochen, etwas Neues aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar geht es heute um die Tfila mit Geist und Feuer. In unseren deutschen Übersetzungen lesen wir hier nicht Tfila, sondern Taufe. Aber ich möchte das hebräische Wort benutzen, weil es einfach auch einen anderen Inhalt hat als die Taufe der Kirche. Also, wir einigen uns darauf. Wir reden nicht von Taufe, sondern wir reden von Tfila. Zunächst einmal betrachten wir mal Johannes den Täufer, wie er genannt wird. Also Johanan HaMetabel, so möchte ich ihn hier nennen. Das ist sein hebräischer Name. Und das trifft, wie auch schon das Wort Tfila, den Gegenstand, das, was er ist, das, was er macht, was er verkörpert, nämlich wesentlich besser. Jetzt fassen wir jetzt am Anfang einmal kurz zusammen, was wir über Johanan HaMetabel wissen. Also er wurde von Gott in den Dienst gerufen und dann werden detaillierte Angaben über das Jahr gemacht, wann das geschah und die zur Zeit Herrschenden, die werden auch alle genannt im Lukas-Evangelium im dritten Kapitel. Und dann erfahren wir weiter, er ging zum Jordan und dort machte er die Tfila zur Vergebung der Sünden. Also die predigte er. Um was ging es eigentlich dabei? Was hat er den Menschen eigentlich gesagt? Er redete von der Umkehr. Tut Buße, macht die Umkehr, macht Tschuwa und dann die Tfila. Und wenn wir den Text lesen, dann stellen wir fest, dass er mit Vollmacht spricht. Denn die Menschen, sie kommen in Scharen. Und er redet, ist nicht zimperlich in seinen Worten. Und sie nehmen diese harten Worte der Ermahnung ernst. Und sie machen die Tfila. Das heißt, sie haben Buße getan. Und dann fragen sie ihn danach, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Wie geht es weiter? Wir wollen unser Leben ändern. Irgendetwas müssen wir doch jetzt anders machen. Und wir sehen, es ist ihnen ernst. Sie möchten ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Und darauf gibt er ihnen auch eine Antwort. Und lest das mal nach. Er gibt den spezifischen Fragen spezifische Antworten. Und ich fasse es jetzt einmal zusammen. Er sagt im Wesentlichen, beruft euch nicht auf euren Vater Abraham, sondern handelt so wie er. Darauf kommt es an. Womit zeichnete Abraham sich aus? Gemilut Chassadim, Liebeswerke. Und er sagt ihnen, das macht auch, tut Liebeswerke, übt Nächstenliebe und dann seid genügsam und dankbar und teilt das, was ihr habt, mit den Menschen, die nichts haben. Überfordert eure Mitmenschen nicht, seid nicht grausam, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und Johanan wird vom Volk ernst genommen. Sie überlegen also in ihrem Herzen dann sogar, könnte das nicht sein, dass er der Maschiach ist? Den Maschiach, auf den wir warten? Und er greift diesen Gedanken auf und dann sagt er zu ihnen allen. Und das ist unser Kernvers, den wir jetzt miteinander betrachten wollen. Kapitel 3 im Lukas-Evangelium, Vers 16. Und Johanan antwortete und sagte ihnen: Ich mache Tfila mit Wasser mit euch. Doch es wird gewiss ein Stärkerer als ich kommen, dem ich zu gering bin, die Schuhriemen zu lösen. Er wird euch die Tfila mit dem Heiligen Geist und mit Feuer machen. Also was erfahren wir hier? Er ist nicht der Maschiach, nein, er bereitet den Weg für den Maschiach. Wir erfahren weiter, der Maschiach ist viel größer, denn er ist es noch nicht mal wert, die Schuhriemen zu lösen von dem Maschiach. Und dann sagt er, ich mache die Tfila mit Wasser, aber der, der kommt, nämlich der Maschiach, er wird die Tfila mit Heiligen Geist und mit Feuer machen. Wir haben also drei Tfilot.
Die Twila mit Wasser, mit Geist und wir haben die Twila mit Feuer. Also die Twila mit Wasser. Da geht es um Tschuwa, um Umkehr. Wir sind alle verunreinigt durch die Sünde. Wir sind getrennt von Hashem und die Medizin ist Tschuwa, Umkehr. Wir bekennen unsere Sünden, wir bereuen unsere Sünden und wir nehmen uns vor, sie nie wieder zu tun. Und dann gehen wir ins Wasser. Und die Twilades mit Wasser, sie stellt die Reinheit wieder her. Rein werden. Und es geht darum, nicht nur rein zu werden, sondern rein zu bleiben. Das ist die große Herausforderung. Der böse Trieb soll überwunden werden. Und das ist Arbeit. Und deswegen fragen die Leute, und was sollen wir jetzt eigentlich tun? Wie behalten wir unsere Reinheit von den Sünden? Und Johanan beantwortet die Frage. Und was stellen wir fest? Was stellen die Menschen fest? Ja, wir sind umgekehrt, doch der böse Trieb, das ist ein hartgesottener Kerl, der lässt uns nicht in Ruhe und so bedürfen wir der Umkehr immer wieder. Und dann die Tila mit Geist. Das ist etwas, das macht Johanna nicht, sondern das macht der Maschiach. Und hier gibt es einen qualitativen Unterschied. Und wir haben gerade schon gesehen, dass Johanan den Unterschied selber macht. Er sagt, ich bin nicht so groß wie der Maschiach. Ganz im Gegenteil. Aber der Maschiach, der ist größer als ich und der macht dann die Tfila mit Geist. Also eine höhere Ebene. Und was bedeutet das? Es schließt alles ein, was ich gerade gesagt habe. Also Umkehr, Buße, Reue, sich vornehmen, die Sünden nie wieder zu tun. Aber dann kommt etwas Neues hinzu, nämlich die Vernichtung des bösen Triebs. Und was bedeutet das? Der böse Trieb hat keinen Anker mehr in denjenigen, die glauben, dass Jeschua der Gesandte Gottes ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Er hat den bösen Trieb vernichtet. Und wir nehmen das im Glauben an. Und die Twila mit Geist stellt uns wieder her. Und wir sind dann gereinigt und versiegelt. Wir gehen im Namen von Jeschua HaMashiach ins Wasser. Wir werden reingewaschen von unseren Sünden und der böse Trieb wird aus uns herausgerissen. Er hat keine Anrechte mehr an uns, in uns keine Verankerung mehr. Können wir deswegen nie wieder sündigen? Doch, können wir. Wir leben in dieser Welt. Wir haben Gewohnheiten und der böse Trieb, wie gesagt, möchte immer wieder aufs Neue sich verankern. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Und dann haben wir die Twila mit Feuer, also eine weitere, wieder höhere Ebene. Und nun müssen wir ein wenig sammeln und dann wieder zusammenführen. Was bedeutet diese diese Twila mit Feuer? Feuer, das finden wir bei der Übergabe der Tora. Da bebt der Berg und dann gibt es ein Erdbeben und dann gibt es Feuerfeld vom Himmel und die Israeliten sahen bis in das Herz des Himmels, also Feuer. Und dann passiert aber etwas. Die Israeliten, sie können das nicht ertragen und sie sagen zu Moschee, geh du. Und es ist nur Moschee, der ins Feuer gehen kann. Und dann sagt Hashem Folgendes, und das lesen wir im fünften Buch Mose, im Kapitel 18, ab Vers 15. Ich lese es euch mal vor. Ein Propheten aus deiner Mitte, von deinen Brüdern gleich mir, wird der Ewige dein Gott dir aufstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Ganz so, wie du verlangt von dem Ewigen deines Gottes am Horeb, am Tage der Versammlung, da du sprachst. Ich will nicht weiter hören die Stimme des Ewigen meines Gottes und dies große Feuer will ich nicht noch einmal sehen, dass ich nicht sterbe. Da ist es. Und dieses große Feuer will ich nicht noch einmal sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Ewige sprach zu mir, gut, ist es, was sie geredet. Ein Propheten werde ich ihnen aufstehen lassen aus der Mitte ihrer Brüder gleich dir. Und meine Worte ihm in den Mund legen, und er soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Also, es kommt nach Moschee einer, und das ist der Maschiach. Gott ist Feuer, und die Torah und Hashem sind eins, also es ist eine feurige Lehre. Und nur Moschee, erfahren wir hier, konnte ins Feuer gehen,
aber es wird der Maschiach kommen und er wird dann die Tora der künftigen Welt bringen. Weiter lesen wir im vierten Buch Mose im Kapitel 31: Alles Gerät, das ins Feuer kommt, sollt ihr durchs Feuer führen, dass es rein ist. Nur mit dem Besprengungswasser muss es entsündigt werden und alles, was nicht ins Feuer kommt, sollt ihr durchs Wasser führen. Und dann heißt es in dem Zusammenhang auch noch im fünften Buch von Moschee, Kapitel 16, Vers 9: 7 Wochen sollst du dir zählen, wenn die Sichel anhebt, in der Saat sollst du anheben, 7 Wochen zu zählen. Also es geht um die Übergabe der Tora, das Feuer, und nur Moschee konnte hereingehen. Es geht darum, dass der Maschiach hier versprochen wird, der dann die Lehre, die feurige Lehre bringen kann. Und dann geht es um die 7 Wochen, die wir zählen sollen. Und das ist die Vorbereitung zu dieser Tefillah. Hashem führte Israel aus Mizraim. Und das Ziel von dieser Befreiung, das war die Schenkung der Tora. Und aus diesem Grund sagt er dann zu Moschee, sagt dem Volk: 7 Wochen sollst du dir zählen, nämlich 7 Wochen bis zu Shavuot, bis zur Übergabe der Tora. Und hier erfahren wir, dass das Volk unbedingt die Tora haben wollten. Sie sehnten sich nach der Tora und sie wollten sich vorbereiten. Diese 7 Wochen sollst du zählen. Und wegen dieser großen Sehnsucht gebot ihnen Hashem, sich dann auch dementsprechend darauf vorzubereiten. Und 7 Wochen sind 7 mal 7, das ist 49 und dann kommt 50. Und es würde jetzt alles viel zu lange dauern, das in allen Einzelheiten zu erklären. 50, 50 ist was ganz Besonderes. Da nur ein Stichwort, das Juweljahr, das ist das 50. Jahr und da wird alles wiederhergestellt. 50, also eine neue Ebene. Und 50 Tage nach Pessach kommt dann Shavuot und die Übergabe der Tora. Und auf diesem Grund sollen wir zählen. Tja, alles, was so gezählt wird in dieser Welt, das ist für andere. Aber hier heißt es, zähle für dich. Das bedeutet, es ist etwas für dich. Du erwirbst etwas in dieser Zeit und dieses überlasse auf keinen Fall einem anderen. Und das mache für dich. Ja, in den 7 Wochen zählen wir jeden Abend Omer. Da gibt es einen besonderen Segensspruch. Auch das ist hier nur ganz kurz erwähnt. Aber was hier eigentlich geschieht in diesen Wochen, ist die Arbeit an mir selber. Zunächst einmal sehen wir, dass die Menschen, die in Mizraim lebten, so unrein waren. Sie haben sich an den Götzen Mizraims verunreinigt und deswegen bedürfen sie der Reinigung, also der Tfila. Und das hat dann etwas damit zu tun, dass sie zunächst einmal an sich selber arbeiten. Und das hat wiederum etwas mit Umkehr zu tun. Omer zählen bedeutet, dass ich mir die 7 Eigenschaften Gottes anschaue, dass ich sie bei mir dann finde und schaue, wie sieht es denn damit aus? Wie sieht es mit der Liebe bei mir aus, mit der Gnade, mit der Barmherzigkeit? Bin ich überhaupt barmherzig? Muss ich daran arbeiten? Und das ist also dann das Zählen von Omer. Also, Hashem möchte uns seine Lehre, seine feurige Lehre geben und ich muss mich darauf vorbereiten. Und das mache ich durch das Omerzählen. Und wir haben die beiden letzten Jahre in Shalom Hayom viel darüber geredet. Alle diese Aufnahmen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Also wer sich dafür interessiert, kann sie gerne noch einmal nachschauen. So, der Ewige kommt im Feuer. So lesen wir in Jesaja. Wir haben nun aber gesündigt, die Sünde mit dem goldenen Kalb. Und wir konnten die Tora nicht in der Kraft, in diesem Feuer empfangen, wie Hashem das eigentlich vorgesehen hatte. Und jetzt
haben wir eben die Tora empfangen in der Kraft der Gnade. Und wir können an uns arbeiten, wir können umkehren, wir können die Tfila mit Wasser machen. Aber die Tora hat nicht die Kraft, den bösen Trieb endgültig zu vernichten. Und jetzt kommt der Maschiach und er kommt in der Kraft des Feuers. Und er ist in der Lage, den bösen Trieb zu vernichten. Er hat es getan. Was lesen wir bei Paulus? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und ich denke, dass es klar geworden ist, dass es der Maschiach ist, der die Tfila mit Feuer bringen kann und eben nicht Johanan, der den Weg für ihn vorbereitet. So, und alles, was ich euch erzählt habe, habe ich natürlich nicht selber erfunden, sondern ich habe es gelernt bei unserem Reppen, zum einen und zum anderen, das, was ich euch erzählt habe, das könnt ihr auch nachlesen bei Rabbi Abraham ben Jakob Sabar. Er lebte 1440 in Spanien und starb 1508 in Italien. Ja, gleich werden wir noch das Gebet anschließen und ich komme in circa 3 Minuten wieder. Wer mitbeten möchte, ist herzlich eingeladen. Und allen anderen wünsche ich für heute einen wunderschönen Tag. Shalom Hayom, eure Gabi.